Moin, meine Freunde des magischen Mystischen, willkommen zurück zum nächsten Part von Pokémon der roten Edition. Ich habe natürlich wieder mal nicht nachgeguckt, was ich eigentlich nachgucken wollte, wo man Zerschneider bekommt. Deswegen gehen wir einfach mal weiter jetzt. Und danach Orania City, wenn ich richtig liege hier. Wir waren da ja so halb schon das letzte Mal, also vor zwei Parts. Aber jetzt gehen wir einfach mal hin und mal sehen, was passiert. So, die Route kennen wir. Wie sieht es mit unserem Pokémon momentan aus? Mankey ist ganz oben, Gyarados dahinter ein bisschen. Alles klar. Die Trainer haben wir da unten noch nicht bekämpft, das heißt, es könnte natürlich interessant werden. Und die, euch habe ich auch nicht angesprochen. Wer da? Hey, hör auf, uns heimlich zu belauschen. Oh, jetzt machen sie mich hier kalt. Ich hoffe, ihr seht das Bild normal, denn ich habe mir eine Spider-App eingefangen. Ich hoffe, ihr seht das Bild noch normal. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Die Geschichte dazu wird aber im Part morgen von Europe Empire kommen. Denn, naja, ich will ja euch nichts vorwegnehmen. Ich will auch euch ein bisschen auf die anderen Videos noch umleiten, dass ihr... Na, wie viel Schaden macht das hier, Blubstrahl? Oh, jo. Dass ihr auch die anderen Videos natürlich noch guckt hier. Also guckt da gerne mal rein und lasst direkt natürlich auch ein Abo und ein Like da, dann verpasst ihr natürlich das Video auf jeden Fall nicht. Das wäre natürlich super, würde mich total freuen. So, der Chigi war machbar. Entschuldige, aber das hier ist Privatsache. Jetzt zeig dir mal gleich, was Privatsache ist, Alter, wenn ich dir deine Ehre nehme hier, ja? Frau Pfadfinderin. Immerhin hat die zwei Pokémon, aber er hat halt einen Radfratz nur. Auf Level 16? Okay, da kann Mankey noch nichts machen, vor allem mit den wenigen Leben. Ich habe mich jetzt nicht mehr geheilt, ich war jetzt nicht mehr im Pokémon Center. Aber da gehen wir noch auf jeden Fall hin, wenn wir in Orania City sind oder falls wir überhaupt in den Part hinkommen. Ich weiß natürlich nicht, aber wir werden sehen, was noch so passiert, ne? Pikachu. Da ist natürlich Gyarados ein falscher Ansprechpartner an sich, weil der setzt einmal Donnerblitz ein und mein Gyarados sagt, Bruder muss los. Aber da das Mankey auch nicht mehr genug Leben hat, müssen wir trotzdem Gyarados eintauschen. Ich möchte halt jetzt den Text so wenig wie möglich benutzen, dass die anderen sich auch ein bisschen aufleveln und auf selbe Level ungefähr kommen. Vor allem Gyarados, wenn Gyarados auf demselben Level ist, ist Mankey sich auch schon ein paar Level aufgestiegen und jetzt wird's ernst. Kill ihn mit Biss. Oh nein. Okay, nur 5. Oh mein Gott. Geil. Mankey erreicht Level 15, genau. Heißt, wenn Gyarados ungefähr auf dem Level von Texo ist. Mankey, dein Karateschlag. Oh mein Gott, wie wichtig die Attacke ist. Oh mein Gott, eine Kampfattacke für Mankey. Der hatte nur Scheißattacken. Jetzt hat er eine gute Attacke. Karateschlag ist gut. Ab hier haben wir nicht mehr gekämpft. Genau, wir sind nur ein bisschen unten gelaufen. Ja. Und ich hab meinen Satz irgendwie noch nicht beendet. Also was ich sagen wollte ist, wenn Gyarados auf dem Level von Texo ungefähr ist, vielleicht zwei Level weniger oder sowas, dann wird Mankey auch einige Level aufgestiegen sein und dann können wir wiederum Mankey in die Pension packen und dann kann ich den wieder trainieren. Jetzt habe ich aber gerade ein Problem, weil beide so ein bisschen down sind. Ich hoffe einfach, dass das Madboy jetzt nichts außer Tackle kann oder sowas. Schlafbruder, ja. Aber es hat keine Wirkung. Warum nicht? Kann Gyarados nicht einschlafen oder so? Hat er irgendwie eine Fähigkeit, mein Carpador, gehabt? Ah, nee, okay, ist einfach nur daneben gegangen. Oh mein Gott. Aber es ist wieder aufgewacht, lol. Das war natürlich kurz. Nein. Oh mein Gott, down. Na, Gyarados ist down. Geil. Dann muss das halt jetzt tatsächlich wirklich am Ende Mankey regeln, ne? Der wird's, denke ich mal, wobei, wird kritisch. Karateschlag. Wenn du schneller bist, dann stirbt es. Und ist down. Mankey erhält 600 Erfahrungspunkte, erreicht mit sogar direkt Level 16. Geil. Ist natürlich wirklich gut.
Also müssen wir dringend Menki, glaube ich, heilen. Doppelkampf. Na, klasse. Oh mein Gott. Da muss ich da jetzt vielleicht doch... Wobei, die werden nicht so stark, die werden keine so starken Pokémon haben, weil es halt Doppelkampf ist. Werde ich jetzt wirklich nur mit Menki kämpfen? Ich kann halt... Gyarados nicht wiederbeleben, ne? Ja, ich kann Gyarados halt nicht wiederbeleben. Da muss ich das jetzt tatsächlich nur mit Menki und Kukuna probieren. Oder Taub, ne, Kukuna hat halt zumindest Level 9, ne? Da kannst du mit Tackle einsetzen oder so, ne? Ah, ne, ist kein Doppelkampf, sind zwei Einzelkämpfe, okay. Na gut, dann kann das Menki. Ach, wobei, dann könnte das sogar noch schwieriger werden für Menki. Außer die hat halt ein paar mehr, zwei Pokémon oder sowas. Dann sind die maximal auch auf demselben Level. Oh ja, gut, okay. Die werden wahrscheinlich ein bisschen underlevelt sein. Na, ne, auch auf Level 16, okay. Da ist natürlich gespannt. Mein Menki müsste schneller sein. Frage ist halt, wie viel Schaden macht er? Volltreffer, okay. Gut, dann wird er wahrscheinlich dreimal angreifen müssen, um das Taubsi zu besiegen. Das Taubsi macht auch viel Schaden. Und ist natürlich schneller mit Ruckzuck-Keep. Ist natürlich das Problem jetzt hier. Aber durch den Volltreffer nochmal tötet Menki das einfach, das Taubsi. Noch ein Taubsi. Okay. Wir müssen es probieren. Mit einem Trank. Hoffen, dass jetzt keine starke Attacke einsetzt. Ruckzuck-Hieb. Das beißt. Aber einen guten Karateschlag. Ein wenig Glück. Ja. Das scheint schlechtere Verteidigung zu haben. Jetzt ist die Frage. Ja, ich muss einen Trank einsetzen. Die Sache ist ja, wenn der jetzt Ruckzuck-Hieb einsetzt, dann ist mein Menki down. Ne, das ist halt jetzt einfach so. Setzt aber Windstoß ein. Ja, oh, es bleibt aber kritisch. Ich muss riskieren. Ja, alles klar. Natürlich. Oh, genau jetzt setzt der Ruckzuck-Hieb ein. Ja, komm, der muss halt durch Texte doch nochmal kämpfen. Aber der wird halt nicht so viele Erfahrungspunkte bekommen, weil es halt nur Level 16 ist. Also 10 Level darunter. Nee, passt schon so. Ja. Ja, Ruckzuck-Hieb hat halt eine hohe Priorität. Oh, jetzt du hängst vielleicht sogar noch ein Level auf. Das wollte ich natürlich jetzt nicht. Naja, gut, okay. Passiert, aber es ist halt noch ein Trainer. Heißt, ich laufe kurz ins Pokémon Center zurück und zwar mit euch, denn ich habe gar nicht so viel Zeit, wenn ich ehrlich bin, für den Part. Das ist ein bisschen peinlich. Ja, ich habe gar nicht so viel Zeit, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen verpennt aufzunehmen. Heißt, ich werde es jetzt nicht rauscutten, weil das dann sozusagen Zeit wäre, die ich dann vom Part nochmal draufrechnen könnte und noch mehr aufnehmen könnte. Aber ich habe wirklich nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt. Deswegen mache ich das euch mit euch zusammen kurz einfach mal und hoffe, dass das in Ordnung ist, wenn wir zusammen ins Pokémon Center gehen. Hallo? Wir können ja mal gucken, ja. Das ist natürlich schade, dass... Menki hat sich wirklich gut geschlagen, ne? Muss man sagen. Menki hat das super gemacht. Aber... Naja, gut. Was soll man dazu sagen? Natürlich, wenn ihr auch findet, dass Menki sich gut geschlagen hat in dem Kampf, dann lasst doch sofort ein Like da. Das würde mich natürlich super freuen hier. Ja, und dann auf jeden Fall hier darf die mal meine Pokémon heilen. Die Schwester Joy. Ich muss da vorne hoch, ne? Ja, das Let's Play wird noch eine Weile gehen. Es wird noch einiges zu sehen geben und einiges, was wir machen werden und tun können und hätten, tun, täten. Ich bin mal gespannt.
Was auch alles so in diesem Let's Play passiert. Ich habe Pokémon Rot ja selber nie gespielt, das ist ja blind. Klar, die Kanto-Region kenne ich an sich natürlich dadurch, dass ich Hardcore und Soul Silver gespielt habe, kenne ich die Kanto-Region natürlich. Und an sich die ganzen Städte, die sehen natürlich alles, sieht natürlich alles anders aus als in Hardcore und Soul Silver natürlich. Die Städte sehen anders aus, die Routen sehen an sich anders aus, also zumindest vom Design und sowas her ein bisschen, vielleicht jetzt nicht total verändert, aber natürlich auch vom Aussehen her, dadurch, dass einfach die Farben natürlich anders waren und so, bla bla bla, ne, ihr wisst schon. Deswegen habe ich da natürlich auch Interesse dran, diese Gegend hier zu entdecken, ne, und zu gucken, was also passiert. Hier oben waren wir schon, ne? Genau, hier oben ist dieses Gebäude. Und hier ist einfach nichts. Ich glaube, da war ein Item. Ich bin mir nicht mal mehr sicher. Ja, auf jeden Fall ist hier sehr viel nichts. Na ja, ist schon in Ordnung. Haben wir noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Ja, der Spaziergang wäre jetzt halt gut gewesen, wenn wir einen Pokémon in der Pension hätten. Aber haben wir leider momentan nicht. Denn das benötigen wir momentan einfach nicht. So, komm, die machen wir auch kurz fertig. Das sieht aus, als ob es hier schon direkt nach Orania City gehen würde. Wenn es Orania ist. Vielleicht blamier ich mich auch, als hätte gesagt, das Falsche, aber... Ich meine, es müsste Orania sein. Komm her, du Pfadfinder. Was hast du zu bieten? Ein Habitat. Auf Level 16. Na ja, gut, das sollte Menki... Klar, könnte natürlich auch kritisch werden mit Schnabel oder sowas. Oder, weiß nicht, was es halt einsetzt, aber Karateschlag sollte ganz gut regeln. Ja. Kann es sein, dass die Wahrscheinlichkeit für Volltreffer hier in der ersten Generation noch recht hoch ist irgendwie? Ich hatte das irgendwie so ein Gefühl. Boah, Furienschlag, Alter. Eigentlich machen diese Attacken kaum Schaden, aber natürlich auch bei gleich starken Pokémon vom Leveln her ist es natürlich sehr hart noch. Radikal. Nee, wir bleiben mal bei ihm. Wir versuchen es einfach mal. Routenschlag, okay, ist erstmal nicht so schlimm. Aber Verteidigung ist natürlich schon kritisch, aber boah, wir machen so wenig Schaden und setzt Ruckzuckhieb ein. Oh mein Gott, ja, das war zu erwarten. Ja, wobei, na gut, Volltreffer. Aber sagt, es sind ganz viele Volltreffer. Allein in diesem Part haben wir ungefähr 500 Volltreffer schon gehabt. Von meiner Seite aus, von der Seite vom Gegner aus, also alles hatten wir schon. Level 21 für Garrot ist natürlich auch gut, der soll natürlich auch gelevelt werden. Trotz dass der 4 Level unter ihm war. Nochmal 300 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Oh, wir sind angekommen. Hast du gesehen? Die MS Anne ankert im Hafen. Ja, dafür haben wir ein Ticket von Bill bekommen vor einigen Parts. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigen Dreck wohlfühlt und entwickelt. Ja, das glaube ich. Aber Leute, wo sind wir denn jetzt gelandet? Macho, Machschock. Ein Machschock ebnet das Land. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Okay, was ist das für ein Schild hier? Orania City, die Hafenstadt der einmaligen Sonnenuntergang. Was auch immer. So, Pokémon Center können wir direkt reingehen, um Menki wieder zu heilen. In der Stadt gibt es natürlich auch wieder eine Arena. Die wir theoretisch auch so schon angehen könnten, denke ich. Aber wir bekommen auf der nächsten Route ja eh schon unser neues Teammitglied, denke ich. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber ich denke, glaube ich, habe Route 6 gesagt. Wir gucken mal einfach später mal, nächsten Part oder so, oder übernächsten Part. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Nein. Oh, das ist wirklich schade. Natürlich sagen wir ja, weil wir wollen ja was, ne, versuchen zu bekommen. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und gehe angeln, junger Freund. Dann erhält eine Angel. Angeln ist meine Leidenschaft. Versuche im Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Es gibt natürlich verschiedene Angeln im Spiel. Eine normale Angel, eine Profi-Angel und eine Super-Angel und eine Profi-Angel irgendwie so. Je nachdem, welche man davon hat, ist die Wahrscheinlichkeit, gute und hochgeleveltere Pokémon, meine ich, zu bekommen, höher. Also mit der Angel werden wir jetzt hauptsächlich wahrscheinlich Carpador und sowas bekommen. Besitzt du einen Habitat? Willst du einen es gegen Porenta tauschen? Nein. Ich besitze sowas wie einen Habitat nicht. Ich will auch kein Porenta haben. Ich meine, ich mag Porenta. Oh, was ist denn hier? Erstmal lesen.
Pokémon Fanclub. Alle Pokémon-Fans sind willkommen. Dann gehen wir mal rein. Da unten ist die Arena, haben wir schon gerade gesehen. Jurob! Okay, alles klar. Ich liebe mein Jurob. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Oh, das ist süß. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also bist du hergekommen, um etwas über meine Gucci-Schuhe, Pokémon meine ich, zu erfahren? Ja. Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es, wenn es schläft, warm und kuschelig, spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht, ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Dann halt ein Radcoupon, endlich. Hör jetzt auf mein Fahrrad, sorge dich nicht um mich. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit einem Habitat fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Mit dem Fahrrad, also mit diesem Fahrradcoupon, können wir in der letzten Stadt, also in Azuria City, das Fahrrad uns kaufen, was so teuer war. Pikachu! Alles lächeln. Nom nom nom. Mein Pokémon, nom nom nom. Mein Pikachu, nom nom nom, ist viel süßer als nom 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 nom. Ihr Pokémon. Ey. Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Ja, ich hab's gemerkt, ne? Ist mir nicht entgangen. Also da wäre die Arena. Brauchen wir einen Zerschneider, um da hinzukommen? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht nicht. Taubsi! Alles lächeln. Ich lasse Taubsi einen Brief nach Saffronia City im Norden bringen. Da werden wir auch noch irgendwann mal hinkommen nach Saffronia City. Aber nicht heute. Also definitiv nicht heute. Hier ist der Markt. Da ist noch ein Schild. Hafen von Orania City. Und hier sollte die MS Anne ankern. Die MS Anne ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Wir besuchen Orania City einmal im Jahr. Willkommen auf der MS Anne. Verzeihung, hast du ein Ticket? Dann zeigt das Bootsticket. Großartig, willkommen auf der MS Anne. Und hier werde ich sagen, beenden wir den Part. Und dann werden wir im nächsten Part uns mal auf der MS Anne umgucken und gucken, was dort abgeht so. Danke fürs Zusehen, lasst ein Abo und ein Like da. Und dann gucken wir auch mal Europe Empire rein, um die Spider-Man-App-Geschichte zu hören. Und auch übermorgen wieder, wenn es heißt Pokémon Rot geht weiter. Bis dann. Und